Heute wird sehr interessant und zwar Heidelbeeren. Nein, bitte schalte nicht sofort ab. Glaub mir, am Ende des Videos wirst du sagen, mein lieber Mann, das hätte ich niemals gedacht. Das ist nicht einfach nur ein Lebensmittel. Das ist ein absolutes Lebenselixier, was ich euch gleich zeigen werde. Das sind viele Studien, die niemals in die Öffentlichkeit gefunden haben, obwohl sie den absoluten Goldstandard haben und alles erfüllen. Mehr geht nicht. Und unglaubliche Resultate bringen und niemals spricht darüber. Von daher an, nimm diese Information von mir auf kostenloser Basis jetzt an dich und trage sie in dir, denn damit kannst du ganz vielen Menschen darüber berichten und sehr, sehr, sehr viel Gutes tun, was sonst nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Heidelbeere ist nicht gleich Heidelbeere. Die treuen Zuschauer kennen den Unterschied. Wilde Heidelbeeren in meinem Full Day of Eatings, was ich am Tag esse, die kennt ihr. Das ist eine Kulturheidelbeere und das ist eine wilde Heidelbeere. Die Annahme ist falsch, dass Kulturheidelbeeren Abkömmlinge sind der wilden Heidelbeere. Nein, diese haben tatsächlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Was sofort auffällt, dass die wilde Heidelbeere sehr viel Anthocyane enthält, das heißt sekundären Pflanzenstoffe, welche der Frucht die extrem kräftige Farbe verleiht. Das fand ich so interessant, dass wir uns entschlossen haben, bei Purazell nicht ein Heidelbeerpulver rauszubringen, sondern ein Heidelbeer-Bio-Saftpulver-Variante, ja, das absolute Elixier. Man sieht hier 2,5 Gramm, was ja wirklich ja, sehr wenig ist. 750 Milliliter. Wie extrem das Wasser gefärbt wird. Ja, das ist wirklich Kraft. Das ist Kraft der Natur. Ich glaube, es ist eins der Lebensmittel, was kaum besser gemacht sein kann für den menschlichen Organismus. Ja, so viel tolle Ballaststoffe, so viel sekundäre Pflanzenstoffe mit so viel positiven Eigenschaften und den Energielieferanten auch Kohlenhydrate. Leugner gibt es kaum. In unseren Breitengraden war die Heidelbeere immer ein Grundnahrungsmittel für uns. Es war wie für uns gemacht. Wilde Heidelbeeren sind ebenfalls viel kleiner. Doch wieso ist das so gut? Die sekundären Pflanzenstoffe stecken in der Haut. Das haben uns schon damals unsere Eltern gesagt. Schält den Apfel nicht. Das gleiche gilt für die Heidelbeere. Da dort die meisten sekundären Pflanzenstoffe sitzen, denn dort werden diese auch die Frucht am besten schützen können vor äußerlichen Einflüssen in der Schale. Des Weiteren, je kleiner die Frucht, desto mehr Schale hat sie, denn die Oberfläche nimmt mit dem Faktor 2 zu und das Volumen aber mit dem Faktor 3, das ist die bergmannische Regel. Und das ist die Antwort auf die Frage, wieso Eisbären größer sind, weil ihre Oberfläche im Verhältnis zum Volumen, Faktor 2 Oberfläche, Faktor 3 Volumen, ja, kleiner wird, je größer die Tiere werden. Ja, jetzt hast du die Antwort. Falls sich solche Themen interessieren, das habe ich bereits im ersten Semester gehabt, in meinem Biologiestudium, sehr gerne könnt ihr euch da immatrikulieren oder einfach nur als Gastzuhörer, ist auch immer sehr empfehlenswert. Ich möchte euch was beweisen. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, Heidelbeeren, ganz viele Arten wurden miteinander verglichen. Hier seht ihr, seht ihr, seht ihr. So, das Interessante, was auffällt, den höchsten Anthocyangehalt hat wer? Natürlich die wilde Heidelbeere. Und das finde ich eben sehr, sehr interessant. Aber was machen Anthocyane wirklich so gut für uns? Warum rede ich so viel darüber? Okay, wie wir wissen, ist die häufigste Todesursache, nein, Frau Merkel, nicht C-Punkt, sondern Herz-Kreislauf-Erkrankung mit einem Riesenabstand. Ich glaube, das verheerende Ausmaß ist vielen gar nicht bewusst, was sicher mit einem guten Lebensstil drastisch verändert werden kann. Nummer 1, Todesursachen, ischämische Herzinfarkte. Nummer 2, Herzinfarkte. Und Nummer 3, Herzinsuffizienz. Top 3 Todesursachen bei uns. Habt ihr schon mal ein Wort von eurem Gesundheitsminister dazu gehört? Herzgesundheit? Über die Pandemie der ungesunden Lebensstile schweigt man förmlich dahin und lässt die horrenden Preise der Pharma weiter zu, die die Steuerzahler bezahlen müssen, mit den immer höheren Krankenkassenbeiträgen. Statistiken zeigen, mehr als die Hälfte der neu entwickelten Pharmazeutika haben keine bessere Wirkung. Jetzt ratet mal, was aber trotzdem steigt. Richtig, der Preis. Weniger Wirkung für mehr Preis. Wer wird dabei verdienen? Die Pharma. Wer wird dabei ärmer? Wir. Wusstest du das schon? Sicherlich dein Arzt deines Vertrauens hat dich darüber schon aufgeklärt. Das amerikanische Journal der Epidemiologie veröffentlichte eine Meta-Analyse aus 22 Kohortenstudien. Hier ging es darum, 100 Milligramm pro Tag Flavonoide, zu denen auch die Anthocyane gehören, zu einem 6% verringerten Risiko beitragen, daran zu erkranken, wir reden hier von Herz-Kreislauf-Erkrankung, oder 4% an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben. Was meint ihr, was euch die Ärzte davon erzählen würden, wenn Heidelbeeren ein Pharmazeutika wäre? Dann würde sie aber nicht mehr 2,49 kosten, sondern 249 und niemand anderes dürfte Heidelbeeren anbauen. Auch wenn sie helfen würden, genauso funktioniert das System.
Doch womit hängt diese Wirkung zusammen? Und genau dieser Frage bin ich weiter nachgegangen in Bezug auf die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ich möchte noch tiefer reingehen. Ich möchte euch jetzt ein paar Goldstandard-Studien zeigen, randomisiert Placebo-Kontrollstudien, ja? Diese Studie aus dem American Journal of Nutrition. Das sind Studien, wo Teilnehmer in zwei zufällige Gruppen aufgeteilt wurden. Die einen bekamen das Präparat, welches getestet werden sollte, in dem Fall, guess what, Heidelbeeren, und die anderen bekamen das Placebo. Es werden also von Anwendungen zuvor und bei der Anwendung danach nochmal Untersuchungen gemacht an den Menschen. Mehr kann man nicht tun, um einen wissenschaftlichen Effekt so objektiv wie möglich erscheinen zu lassen. In dieser Studie wurden 130 Teilnehmer involviert, die dazu neigten, höhere Blutfettwerte zu haben. Es wurden viele Parameter genommen, einige waren nicht statistisch signifikant. Aber es kam zu einer sehr deutlichen statistischen Signifikanz bei zwei Parametern, dem LDL und dem HDL-Cholesterin. Das LDL ist gesunken und das HDL ist gestiegen. Das LDL verlässt deine Leber zu deinem Gewebe und das HDL transportiert, das ist das Wichtige, das überschüssige Cholesterin wieder ab aus dem Blut in die Leber, dass es nicht Unfug tun kann bei dir in deiner Blutbahn. Habt ihr schon mal einen Arzt kennengelernt, der euch geraten hat, vielleicht erstmal wilde Heidelbeeren zu probieren für 12 Wochen und danach nochmal zur Blutabnahme zu kommen? Diesen würde ich sehr gerne kennenlernen. Es gibt einige andere Studien, die die Beweislage immer erdrückender machen für die Menschen, die alles auf Genetik schieben wollen. Zum Beispiel die FMD ist die Messung von einer Veränderung des Durchmessers deiner Arteria brachialis, also dein Arteriendurchmesser, inwieweit dieser beeinflusst wird durch Stress. Denn je besser dieser reagieren kann auf Stress, desto besser funktionieren deine Arterien, dein Endothel, dein Herz-Kreislauf-System. Es geht hier um die Stickstoffmonoxid-Konzentration, welches entscheidend ist für die Funktion und die Weitstellung deiner Arterien und damit auch der Aufrechterhaltung deines Herz-Kreislauf-Systems. Also nochmal ganz kurz, der FMD-Test testet, inwieweit deine Arterien noch funktionsfähig sind. Man sieht hier, wie Raucher einen deutlicher niedrigeren Wert haben. Und das geht natürlich auch kausal aus tausend von Studien hervor, dass Raucher ein höheres Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko haben. Das sehen wir hier. Massiv steigt das dadurch, unter anderem durch Radikale. Welches das wichtige Stickstoffmonoxid, was ja wichtig ist zur Weitstellung deiner Arterien, wegreagieren wird, weil die Radikale der Zigaretten in dein Blut jetzt das Stickstoffmonoxid zu Peroxynitrit umwandelt, was ebenfalls ein Zellgift ist. Hier sehen wir ebenfalls in der Abbildung wunderbar, Glutathion macht genau das Gegenteil. Es bewirkt, je mehr Glutathion, desto besser war der Arteriendurchmesser, FMD, weil es eben den Stickstoffmonoxid beschützt. Glutathion ist das wichtigste intrazelluläre Antioxidant des menschlichen Körpers. Wichtig, Glutathion kann nur selbst produziert, injiziert oder liposomal verabreicht werden, da das Tripeptid sonst im Magen zersetzt wird und nicht aufgenommen wird. Wir haben ebenfalls eine Studie dazu gemacht, das könnt ihr euch gerne mal hier anschauen. Grundsätzlich sind Anthocyane ebenfalls Antioxidantien. Jetzt versteht ihr so langsam, wo das Ganze hier der Frosch die Locken hat. Wir sehen hier die Abbildung FMD, das heißt arterialer Durchmesser, steigt an bei einer Tasse Blaubeeren. In B sehen wir, ist die arterielle Steifheit beschrieben und jene nimmt auch ab. Und in C nochmal, das G-Kamp nahm zu. Und was heißt das? Zyklisches Guanosin-Monophosphat ist ein zellulärer Botenstoff für die Weiterleitung von Signalen für deine Zellen. Und dieser ist gestiegen. Das heißt, deine Zellen können besser kommunizieren, Reize können besser weitergeleitet werden. Als solches ist unter anderem auch der Sehvorgang, Stäbchen und Zapfen, der Retina, die Relaxation der glatten Muskulatur der Blutgefäße, ja, das heißt Senkung auch des Blutdrucks und der Regulation des Insulinspiegels beteiligt. Das alles nahm zu in der Heidelberg-Studie. Und dies zu verifizieren, haben die Wissenschaftler ebenfalls Anthocyane gemessen, ob es wirklich daran liegt. Ist die Blutkonzentration auch in der Gruppe, die das hervorgerufen hat, ja? Hat diese Gruppe auch wirklich den höchsten Spiegel von Anthocyanen im Blut und im Urin? Und ja, es war genau der Grund.
Ganz komisch, es gibt ganz viele andere Studien, auch ebenfalls Goldstandard, ja, Placebo, doppelblind, alles, die zu gleichen Ergebnissen kamen. Seht ihr hier, ich kann euch damit totbombardieren. Ich kann diesen Vortrag hier 5 Stunden halten über Studien, die ein so dermaßen gutes Design haben und die diese Inhalte zeigen. Und trotzdem wird nicht darüber berichtet, was diese Pflanze kann. Was gerade erwähnt wurde, war der Sehnerv. Auch hier gibt es eine Goldstandardstudie, randomisiert doppelblind Placebo über 12 Wochen. Dort geht es darum, den Ziliarmuskel, der wichtig ist für das Nah- und Weitsehen. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine Hand vors Gesicht hältst, kannst du die Hand scharf sehen oder du kannst den Hintergrund scharf sehen. Das ist dieser Muskel. Diese Studie fand statt 2020. Diese Studie zeigt, dass die orale Einnahme von nur 240 Milligramm Heidelbeerextrakt über 12 Wochen die Akkommodation des Ziliarmuskels, die durch zu viel Bildschirmkontakt verursacht wird, lindert. Ja, und das ist eben das Schöne, denn normalerweise sitzen wir alle sehr viel vorm PC, ja, so. Und das führt dazu, dass die Eltern ja schon damals gesagt haben, zu viel Fernsehen ist schlecht für die Augen. Und die hatten recht, ja, denn der Ziliarmuskel wird beeinträchtigt durch diesen Dauerreiz auf des Bildschirms, ja, Fernsehens und PC und Laptop und Handys und solche Sachen. Das ganze Goldstandard studienbasiert statistische Signifikanz. Also, und die Heidelbeeren haben hier eben eingegriffen, um diesen Muskel wieder zu unterstützen. Für mich also besonders wichtig, meine wilden Heidelbeeren mit Glutathion ist für mich auch, wie gesagt, essentiell, da ich auch sehr viel vorm Laptop sitze, um diese Videos hier für euch zu machen. Also abschließend kann man sagen, hat das Werte von einem absoluten Superfood, obwohl es eigentlich ein Lebensmittel ist. Und das finde ich der Wahnsinn. Woran Menschen jedes Mal im Supermarkt vorbeilaufen, obwohl sie gar nicht wissen, was das überhaupt. Wahrscheinlich könnte man diese Blaubeeren auch in einer Pharmazeutika-Verpackung verpacken und sagen, es ist ein absolutes, ja, ne, ihr wisst, was ich sagen will. Denke an mich, wenn du sehr gerne darauf zurückgreifst, nächstes Mal im Supermarkt mit sehr gutem Gewissen und jetzt darüber Bescheid weißt, sehr gerne kannst du auch das Saftpulver von uns mal ausprobieren in deinem Joghurt oder in deinem Wasser oder wie auch immer. Damit unterstützt du mich natürlich zusätzlich auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit hier. Würde mich sehr freuen darüber. Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de. Dort gibt es sehr viele neue Produkte, die auf euch warten. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Den Daumen nicht vergessen. Ciao.